Sie hören SWR 4 Baden-Württemberg Kurpfalz Radio am Nachmittag. Genau vor 100 Jahren, am 1. April 1911, da eröffnete in der Mannheimer Neckarstadt eine kleine Bäckerei. Der Gründer war Josef Grimminger und inzwischen ist daraus eine Großbäckerei geworden, die inzwischen fast 100 Filialen betreibt, fast in der ganzen Kurpfalz, von Wiesloch im Süden bis nach Bensheim im Norden. Noch immer ist das Unternehmen, das seine Waren inzwischen auch ins Ausland liefert, in Familienbesitz. Und der SWR4-Reporter Stefan Bugert hat mal in der interessanten Geschichte der Bäckerei Grimminger geblättert. Den ersten Grimminger-Laden in der Mannheimer Neckarstadt gibt es noch heute. Gründer Josef Grimminger stammte aus dem schwäbischen Remstal, lernte das Bäckerhandwerk und ging auf die Walz. In Frankreich, Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden und Wiesbaden verfeinerte er sein Können, wählte dann aber 1911 die aufstrebende Industriestadt Mannheim für sein erstes eigenes Geschäft aus. Warum, weiß sein Sohn Richard Grimminger. Eine Stadt, wo die Arbeiter Geld verdienen, da wird auch gegessen und da bleibe ich. Mannheim hat ihn so imponiert, da gehe ich nicht mehr fort. Die Menschen sind ja mehr wie nett, die sind alle ganz zugänglich. Und das sind Leute, mit denen kann man leben. Richard Grimminger baute die Bäckerei nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu auf. Die Idee einer ersten Filiale in der Mannheimer Freskas hatte seine Ehefrau Sascha im Jahr 1960. Dann dachte ich mir, in der Stadt, da nimmst du die Filiale. Und es war die beste Idee, wo wir hatten. In einem Jahr haben wir das alles abbezahlen können, weil das Geschäft so gut gelaufen ist. 1960 haben wir da schon 1 Million Umsatz gemacht im Jahr. Inzwischen gibt es fast 100 Grimminger Filialen in der ganzen Region. Immer wieder gibt es Versuche von Konzernen, das Familienunternehmen zu übernehmen. Doch die Grimmingers leben für ihre Bäckerei. Richard Grimminger ist auch mit 86 Jahren noch täglich im Betrieb und testet mit seinem Sohn Michael die Qualität der Produkte. Wir haben sehr gute Mitarbeiter, die schon über Jahrzehnte bei uns tätig sind. Aber trotzdem ist es halt so, dass wie in einer guten Fußballmannschaft ein Trainer gibt, ja, der sagt, wo es lang geht, ja, und der die Zündung immer nachstellt wieder. Und die Zutaten sind halt immer sehr hochwertig. Wir nehmen also keine billigen Mehle, wir nehmen die besten Nüsse. Also wir arbeiten immer nur mit hochwertigen Rohstoffen. Mit diesem Erfolgsrezept erwirtschaften die Grimmingers in der Region mit 600 festangestellten Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 30 Millionen Euro. Weitere 100 arbeiten in der Münchner Backstube, die Brot und Brötchen an die Gastronomie im In- und Ausland liefert, unter der Leitung von Gabi Grimminger. Sansibar auf Sylt sowie auch Gosch auf Sylt. Dann haben wir den Hangar 7 in Salzburg, der gehört zu Red Bull. Und dann haben wir auch der Stangelwirt in Kitzbühel, wir haben das Adlon in Berlin, wir haben das 4 Jahreszeiten in München sowie auch der Bayerische Hof in München und auch große Ketten jetzt auch wie Kempinski und die ganzen Sheraton Hotels. Überall wird Grimminger Brot serviert. Und damit das auch in Zukunft so sein wird, steht in dem Mannheimer Familienunternehmen die 4. Generation schon in den Startlöchern. Marc Grimminger hat bereits sein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen. Ich bin der Region, dem Unternehmen und auch Mannheim sehr verbunden. Wie mein Uropa geht es jetzt auf die Walz die nächsten Jahre und werde dann mich aber wieder später der Region, dem Unternehmen, der Familie und der Tradition widmen und hoffen mal, dass die nächsten 100 Jahre auch erfolgreich werden, genauso wie aktuell. Alles fing ganz klein an vor 100 Jahren. Mittlerweile werden bei Grimminger größere Brötchen gebacken. SWR 4 Baden-Württemberg ist hier.